Dieser Kelch von mir, doch
Er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petro: Könntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist Stört mich der Herr besinnen, kümmern,
Thank you.
Verließen ihn alle Jünger und flohen, die aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnisse wider Jesum, auf das sie ihn töteten und wunden keines. Und wie wohl viele falsche Zeugen herbeitraten, fanden sie doch keines. Zuletzt traten hierzu viele falsche Zeugen und sprachen: Ihr habt gesagt, ich kann nicht endlich Gottes den Verbotes abbrechen. Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, was diese Viecher nicht zeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich, einem lebendigen Wort, dass du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, das dürfe mir weiter Zeugnis. Siehe, jetzt hat er seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Thank you.
sah in eine andere Art und sprach zu
und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden und sprachen zu Petro: Verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und weinte bitterlich. Aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten, und bunden ihn, führten ihn hinaus und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah ich Judas, der ihn verraten hatte, bereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe Übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen zu ihm: der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, was da gesagt ist durch den Propheten Jeremias, der da spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkauf, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um eines Töpfers Hacke, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus sprach zu ihm:
verklaget ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortet mir nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihm: Welchen wollt ihr, den ich euch soll losgeben? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, ihr seid Christus? Er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel geliebt. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen beiden, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, ihr seid Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn also, lass ihn, 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 lass ihn. Der Landpfleger sagte: Was habt ihr denn übelst getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn also, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Nicht schaffte, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten. Sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihm, dass er gekreuzigt würde. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine Hand.
die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Golgatha, das ist verdeutscht, Schädelstädt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los
hefteten sie die Ursach seines Todes, beschrieben nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Viele Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen:
nächsten Stunde an, ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Der ruft ihn, und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen sprachen: Halt! Aber Jesus schrie aber mal laut: